Das sind die weltweit größten Rohre, die bisher produziert wurden. Onshore ist was ganz Normales, aber der Offshore-Part ist schon doch ein bisschen anspruchsvoller. Man muss sich mal die Dimensionen vorstellen. Ein Rohr mit 3,40 Meter Durchmesser, das ist eine Altbauwohnung in Berlin von der Höhe her, da würde das Rohr gerade reinpassen. Das Projekt wurde weltweit noch nie so ausgeführt, wie wir das hier gerade ausführen. Hier, wo die Jade in die Nordsee mündet, wird zurzeit ein neues Kraftwerk errichtet. Auftraggeber ist die GDF Suez Kraftwerks GmbH. Das ist ein Kohlekraftwerk, was hier gebaut wird mit 800 Megawatt. Und die AGE 122 ist für den Bau der Kühlwasserleitungen im Offshore-Bereich verantwortlich. Für die Kühlung des Kraftwerks setzt das Unternehmen auf eine Durchlaufkühlung anstelle eines Kühlsystems mit Kühlturm. Dafür benötigt das Kraftwerk Wasser aus der Jade. Vier Leitungen werden dazu verlegt. Zwei der Rohrleitungen sollen vom Einlaufbauwerk, dem Intake Riser, Kaltwasser zum Kraftwerk führen. Zwei weitere befördern das Warmwasser über einen Single Point Outfall zurück in die Jademündung. Die Kühlwasserleitung verläuft zunächst an Land, 15 Meter tief unter der Erde. Ein rund 300 Meter langer Tunnel durchquert schließlich den Deich. Die Rohrleitung wird offshore, also zur See, weiterverlegt. Das ist das Baulos C122. Der Bau des Offshore-Kühlsystems ist ein innovatives Projekt, denn zum ersten Mal werden hier bei Ebbe und Flut, wechselnder Strömung und Wind Kunststoffrohre mit mehr als 3 Metern Durchmesser verlegt. Über ein Jahr wird der Bau dauern. Sechs Uhr am nächsten Morgen. Heute ist es zwar trübe und graue Wolken sind am Himmel, dafür ist es fast windstill. Der Jadelift hebt den Schwanenhals zunächst vom Transportponton. Dieser wird zurückgefahren, um anschließend das Rohr zu drehen und herabzusenken. Nun kommt wieder der Jointing Frame zum Einsatz. Mit GPS wird der Schwanenhals an die exakte Position dirigiert. Zunächst wird das hintere Ende an die bereits verlegte Rohrleitung angedockt. Die vordere Seite wird anschließend in das Widerlager eingesetzt. Taucher überwachen das Koppelmanöver. Der Polier gibt die Positionsangaben der Taucher an den Jadelift und den Jointing Frame weiter. 30 cm 4 Rennen.